Moin zusammen und willkommen zurück zu einem etwas anders gearteten Video. Und zwar habt ihr vielleicht mitbekommen, dass einige neue, oder was heißt einige, ein paar neue coole DNS-Server rausgekommen sind von Cloudflare. DNS, was ist das erstmal? Also heute wollen wir erstmal gucken, welcher für uns der beste DNS-Server in Anführungsstrichen ist. Das machen wir aber gleich und das machen wir auch in Python und ja, schauen wir uns gleich mal an. Der Witz allerdings daran ist, dass einige DNS-Server natürlich schneller sind als andere. Und ja, das ist natürlich jetzt sehr, sehr wichtig für die Performance von eurem Internet. Das heißt, was ist erstmal ein DNS-Server? Wenn ich jetzt, sagen wir mal hier, ping the-morpheus.de mache, dann muss natürlich erstmal hier meine Domain, also the-morpheus.de, muss aufgelöst werden in eine IP-Adresse. Und über diese IP-Adresse kann ich dann eben die Website anfragen. Das heißt, ich kann nur eine Website anschauen, wenn ich auch die IP-Adresse kenne. Ich kenne aber relativ selten eigentlich die IP-Adresse von einem Server aus, jetzt von meinem eigenen zum Beispiel kenne ich eigentlich gar keine. Und deswegen haben wir natürlich ein Problem. Wir müssen irgendwie von der Domain auf die IP-Adresse kommen. Und genau das machen DNS-Server, Domain Name Server, Domain Name System Server. Genau, so und ja, die lösen sozusagen das hier für euch auf. Jetzt ist natürlich die Frage, woher wissen die das? Naja, ganz einfach, die haben ihre Verzeichnisse, das heißt, da steht wirklich jede Domain drin und die müssen euch dann sozusagen das Ganze anbieten. Das machen die eigentlich alle kostenlos und das ist schon mal sehr, sehr nett von denen, aber manchen wird da auch was hintersagt, was ich jetzt hier nicht weiter vertiefen möchte. Ich möchte niemandem irgendwas Falsches unterstellen. So, ja, und aus genau diesem Grund wollen wir heute testen, welcher DNS-Server, also mal ganz abgesehen davon, was eventuell irgendwie Hintergedanken oder sowas verursacht, welcher von den ganzen DNS-Servern der beste für uns ist. Denn es gibt jetzt einen neuen, und zwar unter der IP-Adresse 1.1.1.1. Und das ist der Cloudflare DNS-Server. Cloudflare habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist eine Firma, die sich um Denial-of-Service-Angriffe kümmert, beziehungsweise versucht, die zu verhindern. Also sie führt sich nicht selber aus. Genau. Und ja, da habe ich einige Skripts schon im Internet gefunden, die testen, wie geil eigentlich dieser DNS-Server ist. Aber ich habe tatsächlich noch kein Skript gefunden, das einfach wirklich relativ viele DNS-Server durchguckt und das Ganze auch noch in Python macht, weil ja, ich hatte Schwierigkeiten mit manchen. Am Ende wollen wir uns noch ganz kurz angucken, wie wir hier das Ganze ändern können. Also wie wir den DNS-Server unter meinem System ändern können. Bei euch kann das ein bisschen anders aussehen. So, wir werden dieses Mal in Gedit coden, das heißt nichts Spezielles. Es soll auch nur ein sehr, sehr kurzes Skript werden. Achso, und noch eine Kleinigkeit vorweg. Ihr braucht über pip, beim meisten ist wahrscheinlich schon installiert, DNS-Python, weil wir das benutzen werden. Denn ansonsten könnten wir das nicht richtig probieren oder benutzen sozusagen. Und ja, genau, das soll jetzt erstmal alles sein. Jetzt fangen wir an. Gut, also zunächst einmal haben wir logischerweise eine Liste an DNS-Servern. DNS-Server ist gleich. So, und das sind jetzt hier einige. Ich werde die jetzt mal hier reintragen, während ich euch pausiere. Ich muss die nämlich selber zusammensuchen. Ich weiß die ganzen IPs auch nicht auswendig. So, da bin ich wieder. Ganz kurz zu den Servern, die ich hier eingetragen habe. 1111, das ist der von Cloudflare, den ich euch schon gesagt habe. 4221, das ist der hier vorne. Der ist von Level 3. Das ist der von Google. Also Google gibt euch sozusagen auch die Möglichkeit, über sie quasi die Domains aufzulösen. Das heißt aber, Google weiß alles, also wen ihr sozusagen anwählt oder nicht. Immer, das ist bei jedem DNS-Server halt leider so. Das ist der von Quad9, deswegen auch die 9. Das ist der von Freenom, das ist der von vom CCC, soweit ich weiß. Das ist der von der German Privacy Foundation, wenn ich mich nicht vertan habe jetzt. Dann haben wir hier noch einen von Fobat und dann noch ein paar andere, die ich jetzt nicht alle auflisten möchte. Also es sind relativ viele. Ich habe jetzt hier einfach mal wirklich alle eingetragen, aber es sind lang nicht alle möglichen DNS-Server, die wir hier haben. Also ihr könnt da die Liste vervollständigen, soweit ihr wollt. Ich werde euch das Skript auch zur Verfügung stellen, wenn ich dran denke. Falls ich es vergessen habe, bitte schreibt mir irgendwie im Kommentar oder sowas. Dann, ja, sage ich euch das. Okay, dann als nächstes brauchen wir natürlich einige Domains, die wir auflösen wollen. Und ich würde einfach mal die ganz klassischen nehmen, die auf jeden Fall erreichbar sind. Domains ist gleich, ja, ich würde sagen, wir fangen mit google.com an und machen weiter mit amazon.com. Ach übrigens, die Server, die stehen auch nicht immer an derselben Stelle. Das heißt, manche Server sind halt in Frankfurt, was für mich zum Beispiel relativ günstig wäre. Manche sind in Berlin. Je weiter die Entfernung ist, desto länger dauert es für euch.
Und ja, logischerweise werdet ihr dann auch länger brauchen oder so. Also ich glaube, das reicht erstmal an Domains. Man kann dann natürlich so viele Domains einfügen, wie man möchte, aber ich glaube nicht, dass wir hier noch mehr brauchen. So, und ja, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt brauchen wir natürlich DNS.resolver. Das ist über diese DNS-Python installiert worden. Und ja, damit können wir das Ganze sozusagen machen, also so Anfragen stellen an den DNS-Server, was oder welche IP sich eben hierhinter verbirgt, hierhinter und so weiter und so fort. Und die DNS-Server antworten dann einfach immer für uns und wir können sozusagen messen, wie schnell war der Server jetzt. Das heißt, was wir jetzt hier machen, ist for i in DNS-Server. Okay, das ist jetzt vielleicht suboptimal, dass ich nicht in PyCharm code das Ganze, aber es wird trotzdem funktionieren. Und dann sagen wir hier for j in Domains. Entschuldigt bitte, dass ich hier gerade nicht in PyCharm code, der ist gerade ein bisschen ausgelastet, weil er noch ein paar Hintergrundaktivitäten für mich machen muss, wegen der Masterarbeit. Ja, cool. Und dann, was machen wir hier? Wir wollen, dass wir zunächst einmal einen Resolver haben. Res ist gleich, wobei Res hört sich eher nach Result an. Resolve ist gleich DNS.resolver.resolver. So, das ist quasi eine Klasse, die ihr hier benutzen könnt. Ich speichere das mal hier, jetzt ist besser. Hab mich schon gefragt, wo das eigentlich bleibt, aber ich habe es nicht gespeichert gehabt. Okay, das heißt, damit habt ihr jetzt die Möglichkeit, sozusagen diesen Resolver anzusprechen. Und jetzt könnt ihr sozusagen diesem Resolver hier sagen, welche DNS-Server er sozusagen verwenden soll. Also hier name servers ist gleich. Und man nutzt normalerweise mehr als einen name server. Das heißt, was wir hier jetzt haben, ist natürlich ein kleines Problem, weil wir hier immer nur einen name server haben. Wir brauchen hier aber eine Liste an name servern. Das heißt, wir packen das hier rein und setzen, also wir machen sozusagen eine Liste draus und setzen unseren Eaton DNS-Server da rein. Mal gucken, ob das so funktioniert. Und ja, dann haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Das heißt, wir können jetzt anfangen, hier das Ganze aufzulösen. Das heißt, was wir hier auf jeden Fall zum Auflösen, ich mache das nachher, aber was wir hier auf jeden Fall erstmal brauchen, ist natürlich mein Result. Result ist gleich den Resolve-Punkt. So, und jetzt machen wir eine Query hier an den Resolver und wollen dann natürlich unsere Domain anfragen. Cool, und das ist es eigentlich auch schon. Jetzt wollen wir aber natürlich wissen, wie schnell waren die alle. Das heißt, wir wollen hier jetzt ein Average gleich 0. So, dann wollen wir hier, ja, jetzt müssen wir irgendwie was mit Zeit machen und dazu müssen wir natürlich Import Time. So, und vor der Anfrage messen wir jetzt natürlich die Zeit. Das heißt, start ist gleich time.time. Und am Ende machen wir auch wieder end ist gleich time.time. Das heißt, wir haben sozusagen, wann hat er angefangen und wann hört er auf. Damit können wir sozusagen messen, wie lange er unterwegs war. Und genau das machen wir jetzt. Das heißt, wir sagen hier average, ups, average ist gleich average plus. Und jetzt wollen wir natürlich die Endzeit minus die Startzeit haben. Das heißt, wir wollen die Differenz, wie lange hat es sozusagen gebraucht. Und das fügen wir da jeweils drauf. Und am Ende müssen wir natürlich unseren Average teilen. Also ist gleich Average durch die Länge der Domains. Also so viele Domains, wie wir hatten. Weil wir hier natürlich mehrfach diese Zeit drauf addiert hatten. Und wir wollen ja den Durchschnittswert sozusagen haben, wie schnell diese Domains angefragt werden können. Ja, und das ist dann eigentlich auch schon unser großes Konzept. Wir machen jetzt hier Folgendes. Wir geben aus, wie lange für unseren Server gebraucht wurde. Das heißt, wir sagen print i, oder ja, ist so schon String, stimmt. Plus, wir wollen ein bisschen Platz haben. Plus String aus unserer Durchschnittszeit. So, und das ist eigentlich auch schon alles, was wir hier haben wollen. So kriegen wir für jeden DNS-Server ungefähr den Durchschnitt raus. Und ja, jetzt lasst uns das Ganze einfach mal testen. Das heißt, ich mache jetzt hier Python und dann habe ich es genannt DNS Performance Test. Und wir bekommen einen Fehler. Jetzt lesen wir uns den Fehler mal durch. Hier DNS Resolver, No Name Service, also sagt nicht an uns, dass wir irgendwas falsch gecodet haben. All Name Servers fail to answer the query facebook.com. Und ja, All Name Servers bedeutet einfach diese Liste aus Name Servern hier, aber nur bei Facebook haben sie gerade nichts auflösen können. Das heißt, wir haben hier
Server 4.2.2.1, das ist scheinbar ein Server-Fail gewesen. Das heißt, der war wohl nicht ganz so gut, wie wir uns gedacht haben. Was wir jetzt also hier noch machen, ist, wir machen genau das hier und sagen hier, ups, hier bauen wir uns ein Try außenrum. Das machen wir einfach alles eins rein. So, und hier unten drunter sagen wir dann except es exception. Mal schauen, ob wir noch brauchen. Eigentlich brauchen wir nicht. Aber was wir hier dann noch machen, ist, wir sagen average gleich average, average plus, und jetzt machen wir hier irgendwie sowas, damit wir auch gleich sehen, okay, der hat schon mal verloren. Weil ich meine, wenn was nicht angefragt werden kann, das heißt, ich kann zum Beispiel nicht auf facebook.com gehen, weil mein Name-Server einfach nicht weiß, was für eine IP dahinter steckt, dann ist das schon ziemlich fatal. Deswegen geben wir ihm hier jetzt sozusagen eine riesige Strafzeit, damit wir gleich sehen, okay, der sollte vielleicht nicht verwendet werden. Und dann probieren wir es ganz einfach nochmal. Ups, ich habe natürlich hier falsch rumgearbeitet. Das heißt, ich will eine Exception als E haben. Ich habe vorhin was anderes programmiert, deswegen ist das jetzt hier ein bisschen komisch geworden. So, und jetzt haben wir hier die Durchschnittszeit, was wir hier tatsächlich anfragen. Der scheint ein bisschen länger zu brauchen. Warten wir einfach mal kurz ab. Ich pausiere euch währenddessen und wir hören uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ein paar DNS-Server haben bei mir tatsächlich einfach nicht geantwortet. Die habe ich jetzt einfach wieder rausgeschmissen, damit ich auch noch irgendwann dieses Ding hier sozusagen fertig kriege. Die hatten scheinbar irgendwie ein Timeout oder sowas. Von dem her, ja, nicht unbedingt das Beste, was man hier gerne haben möchte. Aber wir haben uns jetzt hier mal unsere Ergebnisse angeguckt, oder wir haben jetzt erstmal Ergebnisse überhaupt fertig. Genau. Und ja, ich habe hier noch ein Timeout eingefügt, hat trotzdem ewig gedauert. Deswegen habe ich die echt mal rausgeschmissen, die übrigen DNS-Server. Also, wenn dann einer einfach mal nicht antwortet, dann könnt ihr ruhig auch mal abbrechen und den dann einfach rausschmeißen, weil wenn ein Name-Server nicht antwortet, ist es halt einfach fatal. So, okay, wir sehen, mit meiner Internetverbindung sollte ich höchstwahrscheinlich den von Google nehmen, der ist relativ schnell, aber der zweitbeste hier ist Cloudflare und der ist schon, also der ist wirklich der neueste und der ist verdammt gut geworden eigentlich, also der ist sehr, sehr, sehr schnell, muss man auch sagen, fast so schnell wie der Google. Und ja, ich muss sagen, ich nehme dann wahrscheinlich lieber den Cloudflare als den Google. Einfach aus den Gründen, weil er einfach, mehr privat ist, sage ich jetzt mal. Wobei eigentlich der Google auch privat sein soll, hat man zum... Naja, egal. Auf jeden Fall, Google ist so ziemlich die populärste Option. Aber wie gesagt, hier, die anderen sind durchaus auch nicht schlecht, wie wir hier sehen können. Es kommt wahrscheinlich auch einfach auf die Domains drauf an. Deswegen einfach mal für euch ausprobieren. Es kommt auch natürlich auf euren Standpunkt drauf an und wo ihr gerade seid oder wie oder was. Deswegen hier zum Beispiel dieser, der hier, der sieht eigentlich auch noch recht gut für mich aus. Also ja, man hat da sehr, sehr viele Option, das hier ist übrigens der von OpenDNS, habe ich gerade mal nachgeguckt und ja, eigentlich habe ich jetzt relativ viele Optionen, das heißt, ich muss es nur noch irgendwie ändern. Und das sieht folgendermaßen aus, wir können hier sudo gedit, ich nehme jetzt einfach mal gedit dafür, etc-resolve.conf und da können wir dann ja unsere ganzen DNS Server-Einträge ändern. Es gibt natürlich auch IPv6 Server, die dürfen wir hier nicht vergessen. Genau, und das ist eben der hier, das ist jetzt hier mein Name-Server sozusagen, den ich hier schon eingetragen hatte, der hat aber meistens nicht geantwortet, es war einer von denen, ich rausgeschmissen hatte, den hatte ich vor Urzeit mal eingetragen, aber standardmäßig benutze ich jetzt aktuell gerade meinen Router als Name-Server, und dann haben wir hier eben, und das ist auch noch beides mal mein Router hier, aber ja, wir haben hier relativ viele Optionen und die kann man natürlich jetzt verändern, das heißt, ich kann hier jetzt einfach noch mehr Name-Server eintragen, wenn einer nicht antwortet, dann nehme ich halt den nächsten und so weiter und so fort. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich gucke zunächst einmal hier irgendwie in meinem Router nach und falls der nicht antwortet, dann frage ich an zum Beispiel den von Cloudflare und falls der nicht antwortet, frage ich den an von was auch immer. Achtet nur darauf, dass ich hier auf Linux das Ganze mit sudo editieren müsst und auf Windows funktioniert es komplett anders, das zeige ich euch aber vielleicht wann anders, jetzt auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, das Skript ist auf jeden Fall schon hilfreich für euch und ich hoffe, es hat euch erstmal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!